So, gucken wir mal. Am besten hier so in der Nähe. Da ein, da ein. Und dann werden die morgen wachsen und dann kann ich morgen schon Bäume fällen. Und mit ihnen Dinge tun. So. Ich habe ja auch eine Art Timmermod drin. Also die eigentliche Timmermod wird ja nicht mehr weiterentwickelt. Und ich habe deswegen ja eine Weiterentwicklung von dieser Timmermod. Und die ist ein bisschen anders als die Timmermod, die ihr kennt. Die Timmermod, die ihr kennt, war ja normalerweise so, dass ja das Holz runtergefallen ist. Also ganz normal, als wenn man einen echten Baum fällen würde. Allerdings ist, sind die Blätter oben geblieben. Und hier ist es jetzt so, dass die Blätter quasi mit runterfallen direkt. Die despawnen mit. Okay, ich sehe, wir haben hier Möhren. Weizen. Haben wir auch Kartoffeln? Oder sind das hier Kartoffeln? Ich weiß es nicht so genau. Schauen wir mal hinten. Ich kenne mich mit diesem Texturenpaket auch noch nicht so wirklich aus. Hier haben wir Kartoffeln. Okay, also wir haben erstmal alles da. Ich kann hier mal schauen, was unsere Mitbewohner in dem Dorf hier so handeln. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich was, mit dem ich handeln könnte, aber schauen. Wir könnten zum Beispiel Glowstone besorgen. Was hätten wir hier? Wir könnten mit... Na, das ist ein schlechtes Angebot. Das auch. Das ist auch kein gutes Angebot. Nee. Wobei, Fisch und dafür Smaragde kriegen ist eigentlich doch ein gutes Angebot. Wie sieht es bei euch denn aus? Wolle und dafür Smaragde kriegen, Gold. Gold haben wir. Das würde ich erstmal gerne aufbewahren. Ich schieb dich mal nach da. So. Schweinefleisch. Ich habe bisher noch keine Schweine gesehen. Ach, schauen wir mal. Wir werden uns auf jeden Fall eine Menge erhandeln können. Und dadurch, dass hier keine Monster sind, sind die Gefahren für unsere, ja, für unsere Mitbewohner auch ein bisschen geringer. Ich zeige euch jetzt mal, wie diese, ja, dieser Timmermod-Ersatz funktioniert. Es dauert relativ lange, bis man den unteren Stamm weggehauen hat, damit, naja, damit diese Mod nicht zu overpowered ist. Und dann fällt halt alles runter. Und ihr bekommt auch die Setzlinge, die dieser Baum ausgespuckt hätte. In dem Fall waren es zwei. Und, ja, das heißt, wir haben jetzt einen Baum dadurch quasi gewonnen. So. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier machen könnten. Das hier sieht aus wie die Dorfmitte, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Hier könnte man irgendwie einen schönen Dorfplatz machen. Hier sind auch die Kirchen. Doch, ja. Das würde sich als Dorfplatz total gut anbieten. Ich muss mal gerade abstecken, wie weit das gehen könnte. So. So. Dann fängt die Kirche an da. So. Und dann bis hier. Ja, das wäre ein richtig schöner großer Dorfplatz. Ich würde sagen, dazu begebe ich mich mal irgendwie etwas abseits. Oder schon wieder ein Baum. Ich fälle ihn mal eben. Ich möchte ungern so eine Rieseneiche bekommen. Niemand mag Rieseneichen. So, dann fällen wir diesen Baum. Und plupp, ihr seht, Setzlinge fallen runter, Holz fällt runter. Wieder zwei Setzlinge bekommen. Wieder einen Baum gewonnen. So. Ich schau mal, wo es sich hier anbieten würde, sowas wie eine Mine zu errichten. Gut, etwas weiter außerhalb wäre ganz gut, glaube ich. Hier so. Ja, machen wir hier so. Ich pack das hier mal so da rein. Und kennzeichnen wir das. Weil man kann das hier schon sehr gut aus den Augen verlieren, dadurch, dass hier alles relativ ähnlich aussieht. Das ist falsch. So. Da machen wir was hin.
Und dann machen wir hier jetzt so den Eingang zur Mine. Was wir bisher noch nicht haben, ist ein, ein Schäufelchen. Das besorgen wir uns jetzt. Und zwar, indem ich jetzt Erde wegmache. Ich weiß jetzt nicht, wie tief die Erde geht. Ich glaube, da drunter, ne, noch ein Rund. Ich weiß nicht, wie tief ich jetzt die Erdschicht gemacht habe in dem Generator. Und ab wann Stein kommt. Ich hoffe nicht zu tief. Das wäre ärgerlich. Gucken wir mal hier runter schon. Ja, da ist schon Stein. Ich brauche erstmal nur einen. Obwohl, ich kann auch schon zwei oder so nehmen. Komme ich noch an die... Nein, komme ich nicht. Baue ich mich mal hoch. Jetzt komme ich dran. Und dann hätte ich schon zwei Schaufeln. Die ich jetzt beide zwar erstmal noch nicht brauche, aber... Aua. Aber ich schaue jetzt mal. Geht ja erstmal darum, dass ich ein bisschen Stein gewinne. Und mal... da sind sogar schon Rohstoffe. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob diese Karte jetzt Dungeons hat und Höhlen und so. Wenn, dann werden da definitiv keine Monster drin sein. Das ist dann nun mal so, das ist aber auch halb so wild. Also, boah, jetzt wird es dunkel und ich habe keine Fackeln dabei. Das tut mir jetzt natürlich leid. Ich persönlich sehe noch was, aber ihr werdet jetzt nichts mehr sehen. Ich kann jetzt entweder darauf hoffen, relativ schnell Kohle zu finden, was ich aber für unwahrscheinlich halte, oder ich gehe nochmal hoch und besorge Fackeln. Ich weiß jetzt nicht genau, was euch jetzt lieber ist. Okay, ich gehe noch zwei Links runter, wenn ich dann keine Kohle finde. Oh. Ja. Suddenly Dunkelheit. So. Okay. Ich glaube, ich muss mir auch Fackeln holen, tatsächlich. Denn, ja. Mit so einer Shader-Mod, bedeutet dunkel tatsächlich dunkel. So, gehen wir hier nochmal hoch. Ich müsste das vielleicht mal ordentlich machen. Wo haben wir denn das Dorf da? Oh, da sind schon ganz viele Bäume gewachsen. Die nehme ich noch mit. Einmal du bitte. Dann einmal du bitte. Übrigens, die Axt nutzt sich normal ab. Es ist jetzt also nicht so, dass die Axt, wenn ich jetzt den untersten Block abhaue, dass die Axt nur den Verbrauch hat, wie wenn ich nur einen Block abhaue, sondern die Abnutzungserscheinungen gelten für den kompletten Baum. Also für alle, die solche Mods als Cheating bezeichnen, das Einzige, was man sich dadurch spart, ist ein bisschen Zeit, aber das Material, das man verbraucht, bleibt das gleiche. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz okay. Ich finde es gerechtfertigt. Weil ich finde, Bäume fällen ist eine der nervigsten Dinge in Minecraft. So. Da ist noch einer. Es ist, glaube ich, schon wieder dunkel. Oh ne, Spätnachmittag. So. Und da haben wir sogar einen Apfel bekommen. Stimmt. Da haben wir noch 10 von den Bäumen. So. Da sind wir im Schatten des Turms. So, Shader Mod ist schon echt krass. Also. Und da ist wieder Sonne. Was wir brauchten, waren Fackeln. Ich muss mal schauen, wie viele wir hier noch haben. 4. Und 15 Kohle. Daraus können wir noch Fackeln machen. Laufen wir mal
Rüber ist es ja eigentlich egal, wenn wir unter der Erde sind, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Ich glaube, das macht nicht so viel aus. So. Machen wir da eine hin. Da eine hin. Und ich muss nochmal hoch. Denn ich müsste nochmal an die Bastelbox. Wo ist die denn hier? Die hier drunter. Wo hatte ich die drunter gestellt? Da nicht. Da muss ich doch wieder hoch. Ich dachte, ich könnte jetzt von hier unten erreichen. So, wo ist sie denn? Da. Ich muss nämlich noch Stöckchen machen. Und aus denen dann Fackeln. Ich denke, mit 50 Fackeln sollte ich schon relativ weit kommen. So, dann mal runter. Draußen wird es dunkel. Und wir schauen uns hier unten mal um. So. So, wie hatte ich das jetzt mal gemacht? So, Dings, hier noch da, hier noch da. Noch da, okay. Kriegen wir dann auch gleichzeitig noch ein bisschen Stein zusammen? Den wir dann für den Marktplatz brauchen würden. So. Ich glaube allerdings, dass in dieser Map keine Höhlen mit drin sind. Was ein bisschen traurig ist, eigentlich. Aber gut. Für reine Bauvorhaben ist das jetzt erstmal egal. Da braucht man halt das Material und macht weniger Höhlentouren. Oh, und unsere Spitzhacke geht fast am Ende zu. Ist auch nur eine Eisenspitzhacke und nichts irgendwie Besonderes, super Starkes. Wir sind auch schon relativ weit unten. Die wird jetzt beim nächsten kaputt gehen. Und da war sie kaputt. Können wir uns, ja, wir können uns hier eine Bastelbox machen. Wir müssen jetzt nicht nach da oben gehen. Eigentlich ganz praktisch, wenn man dann auch hier unten eine hat. Mache ich mir wieder Stöcker und mache mir zwei Steinäxte. Ich muss zugeben, dass ich eigentlich am liebsten mit den Steinäxten arbeite. Ganz einfach, weil Stein fast eine unerschöpfliche Ressource ist, genauso wie Holz. Und ich immer sehr gerne in Minecraft nachhaltig baue. Das bedeutet, ich versuche jetzt nicht irgendwie Eisen zu benutzen, auch wenn es Eisen relativ viel gibt. Aber ich versuche halt das zu nehmen, was unmittelbar da ist. Und das ist dann Stein und Holz. In den meisten Fällen reicht das auch. Außer man will jetzt zum Beispiel Diamant abbauen, aber da macht man sich dann irgendwie eine Metallspitzhacke oder eine Eisenspitzhacke und die reicht ja für ziemlich viele Diamanten. Runter. Ist ja noch keine Kohle gefunden. Das ist hier Ressourcen. Das haben wir ja schon gesehen. Muss mal schauen, auf welcher Höhe wir sind. Ach Gott. 29. Das ist aber ungewöhnlich, dass wir hier noch keine Kohle gefunden haben. Die ist ja sonst normalerweise überall irgendwie unglaublich präsent. Dafür haben wir genug Stein jetzt. Einen schönen Tunnel in den Boden. So.
Können wir gleich, wenn wir hochkommen, als erstes direkt den Marktplatz bauen. Ich überlege gerade, ob ich den Marktplatz aus hier diesen Pflastersteinen machen soll. Oder ob ich die Steine brennen soll und dann zusammensetzen soll. Also Steinziegel daraus machen. Bin jetzt noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht sollte ich Steinziegel machen. Dafür brauche ich dann zwar Kohle, aber die Kohle kann ich dann ja aus Holz machen. Denn Minecraft bietet ja die schöne Möglichkeit, Holzkohle herzustellen, die dann genauso effizient ist wie normale Kohle. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, warum sollte man die dann auch nicht nutzen? Ist auch wieder so eine Sache, das ist sehr effizient, Holz als Holzkohle zu benutzen. Denn Holz hat man ja fast unendlich da. So. Ich glaube, sehr viel spannender wird es jetzt nicht mehr. Ich denke, wir gehen gleich wieder nach oben. Und da war schon die Spitzhacke kaputt. Wir setzen hier dann noch eine Fackel rein. Und machen uns auf den langen Weg nach oben. Wir dürften jetzt relativ viel Stein schon haben. Und können damit definitiv schon ein bisschen den Marktplatz bauen. So, und draußen dürfte es jetzt noch Nacht sein, ja. Draußen ist es finstere Nacht. Gehen wir hoch. Hallo Welt. Da ist der Mond. Und da ist unser Haus. Das ist noch ein Baum, den wir mitnehmen können. Dadurch, dass wir jetzt ohne Monster spielen, ist es auch halb so wild, mal nachts unterwegs zu sein. Und ein bisschen was zu machen. Ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass ein Creeper hinter einem steht. So. Auch das kriegen wir eingesammelt. Und ich werde jetzt ins Haus gehen und schlafen. Der nächste Morgen ist da und es ist... Oh, es wird ein schöner sonniger Sommertag, so wie es mir aussieht. Ich werde mich jetzt als erstes auf den Weg zur Schmiede begeben. Wenn ich sie denn auf Anhieb finde. Wo ist denn die Schmiede? Ja genau, wo ist die Schmiede? Da wird großer Rat abgehalten, finde ich gut. Da ist die Schmiede. Denn ich möchte gerne etwas hier hineinwerfen. Und zwar möchte ich das da reinwerfen. Mal schauen, wie effektiv das jetzt verbrennt. Und hier kann ich schon mal mein restliches Holz reinwerfen. Und vier Bäume kann ich dann auch schon mal hier hinstellen. Können ja schon mal wachsen. Okay, ich muss mir jetzt gerade mal merken. Mein Haus steht an dem Turm, wo die Fenster zu uns zeigen. Ich glaube, so kann ich mich ganz gut orientieren. Jetzt habe ich noch ein bisschen Holz. Und wenn ich das Holz eingesammelt habe, sollte ich genug Bäume zusammen haben, um genug Kohle zu machen, die ich brauche. So. Bau. Explodiert der Baum vor meinen Augen. So, wie viele Setzlinge habe ich? 5. Die pflanze ich jetzt mal direkt hier hin. So. Das wird jetzt, glaube ich, ein ganz ansehnlicher Wald.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Ort hier für einen Dorfplatz, weil sich die ganze Bevölkerung quasi hier am meisten aufhält. Ja, ich denke, das ist eine gute Wahl. So, schauen wir mal, was in der Schmiede passiert. Hier haben wir schon Holzkohle. Hier haben wir schon Stein. Ihr seht, die Holzkohle hat auch eine andere Textur. Die glüht so ein bisschen, zumindest hier in diesem Texturenpaket. Na, wobei, nehmen wir die hier mal raus. Machen zwei davon rein. Das ist etwas effektiver. Und hier machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rein. So. Ich würde fast sagen, das hier hauen wir mal raus. Entschuldigung. Den machen wir mal wieder. Oh. Den machen wir so wieder rein. Dann machen wir hier noch eine Bastelbox hin. Und mit der können wir dann auch Sachen schon direkt zusammensetzen.